den komme ich noch nicht rein. Weil anscheinend kommt man in diese ganzen Aufpasser. Hier. Mir ist noch nicht aufgefallen, dass der hier runtergestiegen ist. Sicherheitsalarm. Ja, cool. Da haben wir auf jeden Fall noch zwei Spezialpersonen. Trotzdem. Wer hat denn eben noch was von dem Sicherheitsinspektor erzählt? Das ist bestimmt nur ein Hinweis, dass man in diese Person irgendwie rein kann. Komm, erzähl mal was. Okay, der will nicht mit mir reden. Ich fände es jetzt wirklich traurig, wenn ich das letzte nicht hinbekomme. Empörend, was ist empörend? Ja, das sind Artefakte rausgeschoben. Okay, das sagt er immer. Halsgeruch, Nase, Haferschleim. Ach ja, ich mach grad eine Pause. All diese Anker wurden schon mal fallen gelassen. Auch hier bin ich wirklich überfragt. Okay. Wir gehen jetzt nochmal nach oben hin. Wo ist denn die nächste Treppe? Hier. Ich bin der Ordnungshüter. Wirklich beeindrucken. Kann ich dich? Er knackt weg. Ach schade, ich dachte, ich hätte ja. Ferdinand Reginald. Ja, dann. Passagier oder Passagierin? Unter einem Passagier gab mir einen Klatsch, weil wir kein Handtücher übrig hatten. Mann! Nämlich das Board. Das letzte. Hier sind zu viele Handtücher. Stehe ich nicht. Muss ich wegen des letzten Rätsels hier. Aha. Wie klein der auch ist. Ist der andere schon weg hier, den ich hier stehen gelassen habe? Der. Ne, hier ist er doch. Aber.
Haben wir alle schon 100 Mal uns angeguckt. Ich komme nicht weiter, muss ich gestehen. Beim letzten Rätsel hier weiß ich gerade nicht weiter. Wie schade. Oder beim vorletzten. Meine Kombinationsgabe versagt gerade. Naja. Dann weiß ich nicht. Vielleicht fällt mir das... Okay, pass auf. Eine Sache noch. Ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Wir kommen auf jeden Fall gleich weiter, weil ich möchte ja auch... was ich noch mache... so. Wir sind jetzt hier drin. Der kleine Kotzer geht mir ein bisschen auf die Nerven. Wir machen jetzt Folgendes. Achso, das ist nur der Lock. Okay. So, hier haben wir noch ein paar. Wo sind denn... Okay, ich habe die Hauptziele erfüllt. Aber hier, bei dem gibt es auch noch was. Ich wollte nämlich gerade hier mir so einen Tipp holen. Ich habe gesehen, dass es hier solche Tipps gibt. Aber ich kann das nicht. Ich kann mir nur einen Tipp holen, wie ich an den Wächtern vorbeikomme, aber das möchte ich ja gar nicht. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig, dass ich mir keinen Tipp für das letzte Rätsel hier holen kann. Ich bin traurig. Wenigstens ein Tipp. So, ich vermesse dich mal. Du bist mächtig groß, Madame Habitant. Ja, einen dicken Hintern hast du auch. Das wolltest du jetzt nicht hören, ne? Habe ich recht? Du bist der Größte. Nee, ist er nicht. Deine Waffe ist ebenso groß wie dein Stolz. Deine Größe entspricht für einen Wächter nicht den Vorschriften. Ja, ja. Ha? Deine Glieder sind erlänglich. Ach so. Aha. Jetzt komme ich hier mit der zweitgrößten weiter, oder was? Professor Ramses, mumifizieren. Was hast du vor, Professor? Ich mumifiziere dich. Und dich auch. Dafür bin ich zu groß. Das denkst aber auch nur du. Du dicke Schnecke. Ach, wie ärgerlich. Das letzte Rätsel. Komme ich denn hier nochmal zurück? Ein Rätsel, Mann. Ein Rätsel. Ah, ich fand das war so gut bis jetzt. Guck mal, ihn kann ich ja mumifizieren. Ja, ja, er ist klaustrophobisch. Und macht uns deswegen die Tür auf. Beziehungsweise macht sich selber die Tür auf. Umso besser. Dann gehe ich mal in Nummer 3 rein. In den Jäger Darby. Ich kann hier mit Korken schießen. Die feine Dame hier. Kann ich eigentlich auch hier... Nee, kann ich nicht. Die sind einem immer zugewandt. Was ist denn das hier? Das sieht so auffällig aus. Ach so, hier in dem Raum ist auch der Kartenzeichner, ne? Ajo, was soll's. Komm, schieß mal dich mal. Bam.
Hat dir nicht gefallen, ich weiß. Ich habe keinen Treffer landen können. Du gewinnst. Ja, ja, ist ja gut. So, mache er mir bitte das Tor auf. Und irgendwas mit Kapitän hat er gerade gesagt, aber vorher nehme ich natürlich noch die Madame hier mit. Na, Madame Habitant. Und sie kann einschüchtern. Na, das denke ich mir doch. Dass sie hier gut einschüchtern kann. Die schüchtern wir zuerst ein hier. Oh, was hat der gerade gesagt? Ziehst du meinen Job auf? Steck einen Korken rein. Bitte was? Was für... Wie ordinär. Bitte hilf uns. Oh je. Guck mal hier. Ach, hier sind hier die Kinder, die arbeiten. Da ist auch unsere Schwester bei. Alberta, ne, oder? Charlie, bist du das? Da ist er. Hat dem Captain, dass er uns gehen lassen soll. Kann ich jetzt direkt mit ihr reden eigentlich? Charlie! Es ist deine Schwester, Agatha. Hilf mir, Charlie, du bist meine einzige Hoffnung. Wir wurden mit einem Trick auf dieses Schiff gelockt. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Ab. So, dann schüchtern wir mal den Kapitän ein. Große Meuterei. Mecker, mecker. Kapitän, bring das Schiff voll ins Dock zurück. Nein, auf keinen Fall. Aber, Madame, Habitant, der Baron, wenn ich diese Kreuzfahrt... Wer weiß, was er damit mir macht. Machen Sie sofort, dass das Schiff zurückkommt. Beende sofort die Kreuzfahrt. Ja. Na gut. Der Kapitän scheint überredet worden zu sein. Wieder auf dem Schiff. Agatha, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Charlie, mir geht's gut. Aber unsere Schwester Abigail und denen geht's noch nicht so gut. Ich werde meinen Weg auf diesen Zeppelin finden und Abby retten. Wenn du nach Hause kommst, sag... Boah, der Text geht so schnell um. Kreuzfahrt beendet. Du hast die Kreuzfahrt beendet, sowie deine Schwester und die Kinder befreit. Bleibe hier und schau dich nach Extras oder kehre zum Bahnhof zurück, um deine Schwester Abigail zu suchen. Das Schiff bleibt jetzt im Dock und du kannst jederzeit wiederkommen. So, hier kann ich zurück, wenn ich zum Bahnhof zurück möchte. Und hier sind die ganzen Typen. Bonus-Herausforderung, Option-Herausforderung. Da hinten wäre eine Bonus-Herausforderung. Kann ich ja mal angucken, was es damit auf sich hat. Was bist denn du für einer? Du hast es geschafft, hey! Aber der guckt mich immer an, da komme ich nicht rein. In den hier schon eher. Guck mal hier. Kapitän Schwung. Den komme ich auch rein. Na gut. Bonus-Herausforderung. Ich frage mich, ob ich jetzt noch das Rätsel von oben lösen kann. Ja, richtig. Ah, stimmt. Der Club ist jetzt geöffnet. Richtig, der war ja erst geöffnet, wenn man hier reinkommt. Besorge den Jungs einen Auftritt. Hä? Welchen Jungs? Ich gehe auf jeden Fall hier rein. Ja, lassen Sie sich hier rein, ich bin Kapitän. Was? Ich bin nicht eingemessen. Wie kannst du das dem Kapitän denn sagen?
Ihr müsst besser ein Kleid sein. Geht's noch? Aber das ist schon die Bonus-Herausforderung hier, ne? Besser gekleidet, ey. Ja, man kann... So, der ist doch super gekleidet hier, der feine Mann. Du und deine Gäste dürft gleich eintreten. Besorge den Jungs einen Auftritt. Diese Musiker müssen auf die Bühne. Welche Musiker? Ahoi. Wegen der Musik hier? Wir arbeiten noch immer daran, eine Band anzuheuern. Eventuell. Was? Drinks ausgegangen. Ambiente ist hier großartig. Ahoi, die Musik hier. Eventuell haben wir einen Draht zu einer Band mit Kanne und Waschbrett. Hä? Okay. Okay, dann suchen wir mal das Thema Musik. Du bist sowieso der Beste. Du bist doch... Ach nee, mit dem kann ich nicht mehr reinschauen. Dann der Rattenfänger, der kann doch Musik machen. Suche ich den mal. Das hat mich so traurig gemacht, dass ich das letzte Rätsel nicht gefunden habe. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, ja, hier haben wir ja alles, ich weiß. Ich meine, ich hätte jetzt hier noch die Möglichkeit wahrscheinlich. Wer macht denn hier alles Musik? Und wo war der Rattenfänger? Hier, erste Etage war der, glaube ich. Dann haben... Achso, dann haben wir noch die Violistin. Die hier. Ich möchte erst den Rattenfänger mitnehmen. Ja, wo ist er denn? War doch unten. Da steht er, ich sehe ihn doch. Lalala. Was macht... Achso, der gibt dir wieder freie... der gibt dir freie Backpfeifen. So... Komm ich jetzt. Ist das. Hab ich das richtig gemacht? Weiß ich nicht. Musik machen. Nee, das glaube ich nicht. Parole?